to 4 bei Final Fantasy 8. Krieg. Auf dem Weg zu unserem alten Kinderheim wurden wir vom kompletten Galbadia-Garden unter der Führung von Cypher und der Hexe Edea angegriffen. In zwei vernichtenden Wellen versucht Galbadia mit Entereinheiten den Garden zu entern. Squall organisiert an allen Fronten verzweifelt die Verteidigung, während Renoa durch einen Rammangriff des Galbadia-Gardens von der Brüstung in die Tiefe stürzt und sich seitdem verzweifelt an den Vorsprung klammert. Hallo und Hallöchen zu Final Fantasy 8. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind immer noch mitten im kriegerischen Akt mit dem Garden von Galbadia. Sie haben uns angegriffen, Cypher kommandiert die feindlichen Truppen, wir kommandieren die Verteidigungsarmee des Blemp Gardens und ich will nicht groß drum herum reden, wir gehen direkt in den Krieg. Oh mein Gott! Frontal getroffen vom Garden. Wir sind immer noch massiv in den Kämpfe verwickelt. Los, steh auf. Bist du okay? Diese verdammten Schweine. Squall, du musst sie rächen. Oh Gott. Mich hat's erwischt. Wo ist der Sanitäter, Leute? Diese Schweine stellen uns und Garden auf den Kopf. Diese Schmerzen. Der Sanitäter ist selber verwundet. Dritter Stock, wir müssen hoch zu Dr. Kadowaki. Was will sie von uns? Hat sie einen Plan? Okay, los, wir müssen uns beeilen. Was ist los, Doktor? Wie sieht's denn aus? Die erste und die zweite Welle haben wir, glaube ich, gestoppen können. Dafür sind die Schüler ziemlich kaputt. Noch eine Welle und... Und bei euch? Die Truppe am Haupttor hält sie gerade noch zurück. Du meinst, längere geht's nicht mehr? Die vom anderen Garden sind fast alles Profisoldaten. Wir haben nur Trainees, wie Squall schon sagte, noch ein weiterer Angriff und... War mein defensiver Plan ein Fehler? Wenn wir von Anfang an angegriffen hätten. Cypher ist drüben bei denen? Du kannst nicht vor ihm weglaufen, stimmt's? Wenn du ein Macho sein willst, ist das die Gelegenheit. Überleg dir die jetzige Situation, die willst doch nicht etwa weglaufen? Ich werde nicht weglaufen. Ich werde niemals weglaufen. Wenn wir angreifen, haben wir noch eine Chance. Das Problem ist, wie dringen wir in den Garten ein? Wie wär's, wenn wir den Gegner rammen? Dann können wir bestimmt rübersetzen. Was der gegnerische Pilot gemacht hat, kann jeder schon lange. Ja. Dann ist alles klar. Squall, was ist mit Renoir? Sieht nicht gut aus, Squall. Wir können nicht mehr in den Schulhof. Die haben die Barrikaden errichtet. Wir kommen nicht durch. Außer übers Dach oder aus der Luft. Anders kommt man nicht an Renoir ran. Renoir. Oh, halt, Moment mal. Du hast sie gerade aufgegeben, oder? Ich habe eine Bitte. Du musst Renoir retten. Vielleicht gibt's wirklich keinen Ausweg, aber du bist du nicht hundertprozentig davon überzeugt bist. Du darfst nichts unversucht lassen, Mann. Ich muss die Angriffstruppe. Es ist mir Schnuppe, was du gerade denkst. Tu es für sie, tu es bitte für Renoir. Wir mögen Renoir. Sie ist eine von uns. Renoir wird sich echt freuen. Dazu musst du sie erstmal da rausholen. Ich kenne mich in Galbadia Garden aus und kann euch führen. Wir halten dir den Weg frei. Wenn du da bist, starten wir den Angriff. Ach, verdammt. Du hast deinen Job zu erledigen, Squall. Was? Oh Mann, alles eskaliert so krass. Gib den Schülern Mut, du bist der Kommandant. Die anderen schauen zu dir hinauf. Okay. Ich muss motivieren. Hier spricht Squall. Wie fühlt ihr euch? Vermutlich könnt ihr euch kaum auf den Beinen halten, oder? Ja. Aber hört mir zu. Vereint eure Kräfte. Vereint eure Kräfte und helft mir. Die Zeit ist reif für den finalen Kampf. Bevor die gegnerischen Truppen kommen, müssen wir in den Garten eindringen, okay?
Wir werden sie jetzt deswegen rammen. Bereitet euch auf den Aufbau vor. Kümmert euch um die Unterstufler. Wenn der Weg frei ist, werden Irwin, Quistis, Cell und Selfie vorangehen. Sie werden für den Garten kämpfen. Wer noch Ideas Reserven hat, möge bitte den Stoßtrupp unterstützen. Kümmert euch um die Verletzten. Kümmert euch um die Schwachen. Haltet Stand. Die Seeds wurden erschaffen, um die Hexe zu beseitigen. Der Garten, um Seeds auszubilden. Das heißt, wir erfüllen unsere uns angetraute Mission. Eine sehr schwere und harte Mission. Aber ich will später nichts bereuen. Ich will später nichts sagen, dass wir gewichen sind. Bitte, vereint eure verbleibenden Kräfte und helft mir. Helft euch. Helft dem Garten. Kämpft für eure Zukunft. Gut so, das war sehr gut. Achtung, wir rammen sie. Yeah. Wir sind auf feindlichem Gebiet. Seid ihr bereit? Jetzt gibt's eine Party! Für mich, für uns alle, für meine Freunde! Okay, kommt nur! Okay, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen jetzt hier gemeinsam runter, um den Angriff zurückzuschlagen. Wir haben jetzt unsere super motivierende Rede durchgeführt und unsere Schüler sind jetzt voll auf der Spur und... Mark, er ist verschwunden. Bitte such ihn. Hilft nichts. Okay, da müssen wir durch. Wo ist der kleine Mark? Das ist der Junge von vorhin, den wir gerettet haben, nachdem die Galbadianer mit ihren Fluggefährten angegriffen haben. Da hinten läuft er. Hey, bleib stehen, Mann. Nein, 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 ich habe keine Lust. Ich meinte nicht, nein. Es ist so schlimm, überall Tod und Blut und nein, 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 nein. Alles okay? Ja. Vorne wartet ein Mädchen, das sich um die Unterstufe kümmert. Geh doch hin. Okay. Was ist hier los? Oh mein Gott! Ah. Stirb, Abschaum! Oh, verdammt. Okay, was mache ich? Umsehen. Informationen sammeln. Wissen ist Macht. Das Mädchen im Gang und Hilferufe, den Schalter am Notausgang versuchen zu fliehen oder den Gegner nochmal anmachen. Notausgang? Fragezeichen? Das sieht aus wie eine Notausgangstür. Die können wir gleich betätigen. Oh, verdammt! Alter, wie krass. Wir stürzen hier in der Luft. Ach. Warte mal. Geschützt. Deckung. Und jetzt zurückschlagen. Und nochmal. Verdammt, leben wir noch? Okay, ich habe ihn erwischt, nochmal. Er geht in Deckung, aber ich erwische ihn trotzdem noch. Als drauf. Oh, jetzt habe ich voll den Tritt abgekriegt. Okay, in Deckung, Abwehr. Oh, Alter, wie krass, wir prügeln uns hier auf dem Ding. Und, komm schon, ich krieg dich. Oh, okay, in Deckung. Blocken. Kann ich noch einen Tritt ansetzen? Blocken. Okay. Special? Super Schlag. Oh, ich hab ihn runtergehauen. Wow, krass. Aber wir haben die Kontrolle verloren über das Gerät. Beziehungsweise wir hatten sie nie. Wir fliegen hier um den Garten drumherum. Muss ich irgendwas machen? Nicht, dass wir jetzt auf dem Ding zerschellen. Alter, wie krass. Wir haben Renoir. Danke, Squall. Und hier kämpfen alle. Wir landen jetzt auf dem Galbadia Garden. Ausbildungsplatz. Los, lauf, da drüben müsste der Eingang vom Garten sein. Okay, komm schon. Oh, verdammt. Alter, wie krass.
Wie krass ist das denn? Squall! Danke, danke, dass du mich gerettet hast. Schon gut. Der Vertrag mit den Waldeulen besteht nach wie vor, die anderen wollten es so. Außerdem habe ich dich zufällig entdeckt, ja, das war reiner Zufall. Deshalb brauchst du mir nicht zu danken. Okay, ich konnte da nicht einfach runterfallen. Ich habe etwas, das dir gehört, Squall. Ich konnte nicht einfach verschwinden, weil ich es dir zurückgeben muss. Dein Ring, Squall, ich hatte ihn mir geborgt. Also, Sel. Das ist mein Lieblingsring. Ich will ihn irgendwann zurückhaben. Ja, ein echt cooles Teil. Was ist das für ein Monster? Das ist kein Monster, ein Fantasiegeschöpf. Der Löwe. Er ist stark, ein edles und sehr mächtiges Tier. Edel und mächtig, genau wie du, Squall. Wenn das so wäre. Dieser Löwe hat doch einen Namen, oder? Klar. Was, wir können dem jetzt einen Namen geben? Gryver? Ja, lassen wir ihn auf Gryver. Das ist also sein Name? Ach ja, Sel wollte mir davon eine Nachahmung machen. Ich werde mich dann anstrengen, damit ich auch wie ein Löwe werde. Aber wenn wir beide den gleichen Ring tragen, werden die anderen denken... Das hättest du wohl gern, was? Alle wollen, dass wir zusammen sind. Das merkt doch sogar ein Blinder mit Krückstock. Du willst wohl, dass alle denken, wir wären... Naja... Na, wo denkst du hin? Nein, nein! Die anderen warten bestimmt schon. Okay, komm mit, Rinoa. Ja, ja, Sir. Komm jetzt, Squall. Die ist schon echt niedlich, die Rinoa, ne? Wir sollten jetzt erstmal gucken, dass wir unseren Kram hier gekoppelt kriegen. Der Squall müsste eigentlich noch alles haben, ja. Und wir geben jetzt ihr von Sel einfach mal, ne? Sel müsste... Ne, gar nicht. Sel hat gar nichts gekoppelt, sondern Irwin. So. Alles klar. Alles klar. So. Und wir gehen jetzt rein. Oh, da hinten ist ein Drop-Punkt. Den hätte ich fast übersehen. Was haben wir da hinten? Aura. Aura ist auch ziemlich stark. Warte mal, keiner kann drawn? Warum nicht? Was los, Leute? Warum kann keiner drawn? Ability? Draw, hast du? Renault hat so viel Zauber, kann das sein? Dann werde ich einfach mal 100... Schweigen hat sie auch gekoppelt. Regen, Aqua, Eisgar. Was hat sie denn? Gemach hat sie nicht gekoppelt. Das gebe ich einfach mal dem Sel. Und zwar alles. Dann müsste ich jetzt eigentlich Platz haben, um noch was zu ziehen. Rinoa kann jetzt ziehen, okay. Aura ist echt ziemlich krass. Ich hatte das schon mal erwähnt, mit Aura kann man beliebig viele Limit Breaks machen, obwohl man volle Gesundheit hat oder nicht die notwendige Gesundheit hat, wo man sonst Limits auswählt. Da. Rinoa! Schön, dich zu sehen, Mann. Sehr gut. Bist du okay? Ja, ich bin okay. Die Hexe muss hier irgendwo sein. Niemand zieht doch jetzt den Schwanz ein, oder? Unser Feind wartet auf uns. Vergesst einfach den Namen. Das Verhältnis zu ihm, die Umstände, vergesst einfach alles. Ich zumindest bin nicht so stark, dass ich an sowas denke, während ich kämpfe. Ja. Sie ist zum Feind geworden, weil sie den Kampf wollte. Wir haben uns ebenfalls dazu entschlossen zu kämpfen, wir hatten keine andere Wahl. Zumindest glaube, nein, hoffe ich, dass wir uns richtig entschieden haben. Was ist mit mir? Bin ich etwa derjenige, der unentschlossen ist? Wir sind so weit gekommen, meine Sorgen wollt ihr nicht hören, oder? Und ob? Wir wollen wissen, was du gerade denkst, Squall. Wenn ihr es hören wollt, müsst ihr überleben. Auf geht's. Gut gesprochen, Squall. Sehr gut gesprochen. So, wir nehmen... Ich würde sagen, unsere Standardgruppe nehmen wir mit, oder? Rinoa und... Quistis. Ne, warte mal. Selfie, wer hat hier noch gut gekoppelt? Sie. Das ist unsere Standardgruppe. Alles klar. Feuer frei.
Und nun? Jetzt sind wir im feindlichen Garten, was machen wir? Wo sollen wir hin? Wir können jetzt überall hingehen. Halt, wir müssen... Squall hat noch den Diabolos gekoppelt, den gebe ich der Rinoa jetzt erstmal wieder zurück. Das passt alles so, wie es ist. Das ist alles gut, das ist alles sehr gut. Rinoa kriegt jetzt nur nochmal den GF. Diabolos, dann hat alles seine Ordnung. Hatte sie den überhaupt? Ich glaube nicht, ne? Das... Zell hatte den. Verdammt, verkoppelt, Leute. Wenn euch eins im Leben nicht passieren dürfte, ist, dass ihr euch verkoppelt. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr einmal verkoppelt seid, nicht verkuppelt, sondern verkoppelt, dann läuft gar nichts mehr. Dann werdet ihr nie irgendeinen Endboss bezwingen, Leute, im Leben. Niemals. So, Zell, Diabolos, Dankeschön, Stärke und Gegner 0%. Sonst werden wir hier wieder alle 5 Sekunden angegriffen und da haben wir ja massiv 0 Bock drauf, oder? So, hier ist nichts dergleichen. Gar nichts. Hier irgendwas? Nein, gar nichts. Schon wieder diese komische Musik. Schloss Nummer 1. Wir brauchen Schlüssel. Wir brauchen Schlüssel, um hier klarzukommen. Na gut. Schloss Nummer 2. Dann halt auf die andere Seite. Komisch, dass hier keine Soldaten sind. Noch ein Hörsaal. Eins ist klar, der Galbadia-Garten ist viel, viel besser ausgebildet als wir. Viel, viel besser. Hier geht's nach oben. Gott, ey, das ist wieder ein Irrgarten. Raijin und Fujin. Ermüdung. Na, geht mal weiter, ihr müsst dem ein Ende setzen. Auftrag. Bitte kümmere dich mal um Cypher. Ich komme da mal überhaupt nicht mehr klar, Mann. Das ist ja mal... Ich will mal, dass Cypher so wird wie früher. Cypher, für dich gibt's wohl kein Zurück mehr, hä? Okay, verstanden. Hier gibt es überhaupt nichts dergleichen. Halt, halt, ich bin kein Feind. Sie haben uns während des Unterrichts überfallen und den Garten besetzt. Wir vom Garten wurden alle weggetrieben. Ihr seid doch die Seeds, die gegen die Hexe kämpfen. Hier, nehmt das. Schlüsselkarte Nummer 1. Zwei meiner Freunde sind irgendwo untergetaucht. Verschlossene Türen können mit Schlüsselkarten geöffnet werden, die meine Freunde bei sich tragen. Na gut, würde ich jetzt einfach behaupten. Wir haben es tatsächlich gerade noch geschafft, Rinoa zu retten. Wir haben uns in der Luft geprügelt mit einem galbadianischen Elite-Soldaten, haben den Kampf gewonnen und es tatsächlich geschafft, Rinoa vom Felsvorsprung abzuholen. Gemeinsam sind wir mitten im Kriegsgebiet auf dem Galbadia-Ausbildungsplatz gelandet und kämpfen uns nun durch den Galbadia-Garden. Mega krass. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann. Ciao, ciao.